herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute behandeln wir ein Thema und zwar geht es darum, Manipulationsenergien zu lösen. Und wenn du jetzt sagst, ach, habe ich schon 100-mal gemacht, es geht heute darum, um Energien, die dich zu Handlungen zwingen wollen oder überreden wollen, die dir aber nicht entsprechen. Und da ist es ganz wichtig, diese Energien zu lösen. Du kannst dir das zum Beispiel so vorstellen in einem geschäftlichen Kontext, wenn du jetzt jemanden hast, der sich sehr blöd anstellt oder sehr ungeschickt anstellt, der dann immer sagt, wie geht das, ich brauche Hilfe, erklär mir das. Und du dann anfängst und sagst, naja, ich mache das schnell selber, dann mache ich dir da was und du übernimmst zum Beispiel Sachen mit deiner Kraft, die gar nicht für dich bestimmt sind. Weil du dir denkst, naja, bevor ich der Person was erklärt habe, mache ich es lieber schnell selbst, dann ist es erledigt. Aber du hast deine Energie dafür verwendet. Da gibt es ja so einen Namen dafür, das ist so diese Pfeifenstrategie. Also wenn du sehr inkompetent bist und sehr arm tust immer und bitte erklär mir die Welt und dir selber nichts richtest, findest du meist jemanden, der dir das dann herrichtet oder macht. Also das ist einmal die erste Art der Manipulation. Die zweite Art der Manipulation ist so die Verführung, nämlich dass man sagt, du musst besonders gescheit sein, du musst schlauer sein, du musst jetzt etwas machen. Das ist zum Beispiel so eine Angstenergie, die gestreut wird mit, du musst jetzt dich besonders vorbereiten auf etwas. Ja, du musst jetzt unbedingt 10 Batterien daheim haben, weil sonst passiert etwas. Du musst diese und jene Vorräte daheim haben, sonst geht sich was nicht gut aus. Also auch das ist eine Art der Manipulationsenergie, die wir uns heute anschauen werden. Das sind also wirklich Manipulationsenergien, die zu dir kommen, die dich zu einer Handlung bringen, die aber dir nicht entspricht. Und ja, da geht es natürlich um den inneren Mann, da geht es natürlich um deine aktive Seite auch, aber es geht natürlich auch darum, deine Kräfte für dich zu bündeln und für dich konstruktiv einzusetzen. Dann widmen wir uns jetzt mal diesen Manipulationsenergien und ich lade dich jetzt mal dazu ein, deine Augen zu schließen und mal tief ein- und auszuatmen. Und genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart einzutauchen, in den Ort und in die Frequenz, die dich jetzt am besten bei dieser Reise unterstützt. Und am besten unterstützt dich bei dieser Reise deine innere Klarheit, deine innere Kompetenz, deine Erwachsenenenergie, deine Durchsetzungskraft. Und diese Durchsetzungskraft, diese Erwachsenenenergie, lädst du jetzt mal ein, dass sie sich aktiviert. Ich bitte mal darum, dass sich deine Erwachsenenenergie aktiviert, deine Kompetenz, deine Kraft und deine Klarheit. Alles, was dich jetzt verunsichert hat, was dich nervös macht, was dich aus deiner Kraft bringt, fällt jetzt von dir ab und bleibt weit hinter dir und du tauchst in deine Erwachsenenkraft ein. Und spür jetzt einfach mal, wie geht's denn deiner Kraft? Fühlt sich die müde an? Fühlt sich die belegt an? Fühlt sich die unter Druck an, gestresst an, als würde sie unter Druck stehen? Wie fühlt sich denn deine Erwachsenenenergie an? Vielleicht fühlt sie sich belegt an, ein bisschen verklebt. Vielleicht fühlt sie sich dunkel an. Egal, was du jetzt wahrnimmst, du erlaubst dir jetzt,
genau die Heilfrequenzen anzurufen, die du benötigst, damit sich deine Erwachsenenenergie, deine Durchsetzungskraft reinigt. Und damit jegliche Verklebung, jeglicher Stressfaktor, jegliche Müdigkeit einmal ausgereinigt wird. Und während diese Heilenergie fließt, stell dir selber mal die Frage, wo wirst du zum Handeln manipuliert? Wo wirst du zu einer Handlung manipuliert, die vielleicht dir nicht entspricht? Vielleicht wirst du durch Werbebotschaften erreicht. Vielleicht wirst du durch gewisse politische Kommentare oder Aussagen erreicht, Zeitungsartikel. Also du gehst jetzt mal auf die Ebene der Manipulation von außen, allerdings von außen das eher gesellschaftlich wirkt, das dich nicht persönlich betrifft, sondern das eher übergeordnet ist. Also die übergeordnete Manipulationsenergie darf sich jetzt mal lösen aus deinem System. Nachrichten, Werbebotschaften. Alles, was dein Erwachsenen System schwächt oder unter Druck setzt oder was dir auch so ein bisschen die Schneid abkauft. Und diese Heilenergie fließt jetzt weiter ein. Und zu dieser Heilungsenergie paart sich jetzt auch die Energie lösen von Manipulationsenergien. Und nun werden die Manipulationsenergien von deinem inneren Mann gelöst, von deiner aktiven Seite gelöst, die aus deinem direkten Umfeld stammen, also aus dem Umfeld von Leuten, die du persönlich kennst, zum Beispiel dein Familiensystem, deine Partnerschaft, deine Arbeitskollegen, Freunde, alles, was da deine Handlungsfähigkeit einschränkt, schwächt, eben manipuliert, darf sich jetzt lösen. Erster Schritt war also die Lösung von Werbebotschaften, Nachrichten, die dich unter Druck setzen in deinem Handeln. Der zweite Schritt war Manipulation aus dem Familiensystem und direktem Umfeld. Und nun folgt noch eine dritte Reinigungsebene, eine dritte Energie. Das ist Selbstboykott. Aus deiner Vergangenheit raus, also aus dem inneren Kind raus, wo du Vorstellungen nachjagst, die dir nicht entsprechen. Und wiederum wird nun deine Handlungsebene gereinigt. Und Manipulationsenergien lösen sich.
Und du spürst jetzt vielleicht nicht ganz konkret, was sich löst, aber du spürst eine innere Kraft, eine innere Versicherung, ein Ja, ich kann das, ja, ich kann alles erreichen, was mir entspricht. Ja, ich habe genug Durchsetzungskraft, Klarheit und Orientierung in mir, um Dinge in meinem Leben zu bewegen, um Berge zu versetzen, wenn du so möchtest. Atme jetzt noch mal tief ein und wieder aus. Und nun erlaubst du dir in dieser erwachsenen Energie, in deinem erwachsenen Licht, Kleinigkeiten abzulösen. Fremde Energien, kleine Störfelder, Störfunken lösen sich jetzt aus deinem Feld ab. Die sind nicht mal der Rede wert. Das sind die kleinen Verzettelungen, die kleinen Aufmerksamkeitsfallen. Und die reinigen sich jetzt aus und verlassen dein Feld. Also alles, was deinem Weg nicht entspricht, was dich schwächt und was dich kränkt, wird jetzt abgegeben. Und du erlaubst dir in deiner Sicherheit, deiner Stabilität und deiner inneren Kompetenz ab sofort dein Leben zu bestreiten. Du spürst, dass du nur dir selbst gegenüber verpflichtet bist und mit dir selber im Reinen sein solltest. Und diese innere Kommunikation, diese innere Reinheit die bringt dir jetzt wirklich deine Erwachsenenwürde. Und du spürst, wie du dich erdest und wie eine tiefe Klarheit und Bestimmung durch dich hindurchfließt. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie sich deine Durchsetzungskraft erdet, wie jegliche Kleingeisterei, jeglicher Bullshit aus deinem Leben fließt. Und du klar und selbstbestimmt in deine Erwachsenenenergie eintauchst, in deine Schöpferinnen-Schöpferenergie. Und du spürst jetzt Würde, Kraft, Klarheit. Und auch die Sicherheit, alles erreichen zu können, was dir wichtig ist und was dir entspricht, unbeirrt deinen Weg zu gehen.
Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und in dieser Klarheit und in dieser Struktur, in dieser positiven Nüchternheit ist es dir nun möglich, emotionale Altlasten, emotionalen Ballast abzuwerfen, alte, festgefahrene Gefühle über Bord zu werfen und ganz klar zu dir zu stehen. Deine Gefühle sind hochsensitive Antennen, die in der Gegenwart zu verorten sind. Damit spürst du den Fluss des Lebens in der Gegenwart. Aber sie sollen dich nicht an Vergangenes ketten. Und mit deiner Klarheit, deiner Durchsetzungskraft, deinem inneren Mann, gehst du jetzt Schritt für Schritt auch aus der Sentimentalität in deine weibliche Würde und regenerierst so dein emotionales System, deinen emotionalen Körper und alles, was hinter dir liegt, wird abgetrennt. Die Gegenwart wird deine emotionale Heimat und sämtliche Zukunftssorgen, Ängste, sämtliche Gefühle, die in die Zukunft gehen, werden ebenfalls abgegeben und gereinigt. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre nun auch die tiefe Reinigung deiner emotionalen Seite. Und mit dieser Leichtigkeit der emotionalen Seite darf nun auch die Freude in dir erwachen. Und du spürst eine tiefe Leichtigkeit und Liebe in dir. Und du spürst, dass du bereit bist, in deiner Kraft und deiner Klarheit, deiner erwachsenen Kompetenz, alle Facetten deines Lebens zu leben und frei und unbeirrt dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Bedank dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei allen Energien, die jetzt mitgeholfen haben bei dieser Meditation. Atme tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg dich durch, streck dich. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und fühl einfach nochmal nach, wie es dir geht. Das war heute eine sehr wirkungsvolle Reise, wie ich finde. Ich bin gespannt auf deine Reaktionen, was sich bei dir getan hat, wie es dir geht. Und schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, teil meinen Kanal, abonniere den Kanal, er wächst ja stetig weiter, das freut mich sehr, dass sich die Meditation oder so Techniken, wo man sich mit sich selber beschäftigt, wieder mehr verbreiten. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, entweder bei einem Seminar oder bei einer Einzelsitzung hier bei mir in Linz und sonst auch natürlich gerne virtuell. Liebe Grüße, dein Oliverini. Tschüss, bis nächstes Mal.